Mein Name ist Leander Wattig, ich bin in der Buch- und Medienbranche seit 8 Jahren selbstständig und mache Veranstaltungen, bin Berater und Blogger und unterstütze Unternehmen allgemein dabei, die Chancen der Digitalisierung zu erkennen und zu nutzen. Und dafür habe ich jetzt auch letztes Jahr eine Firma gegründet namens Orbanism, wo wir das nochmal verstärkt tun wollen. Und da haben wir jetzt auch schon 2 neue Formate entwickelt und eines davon ist das Orbanism Festival. Aber ich habe jetzt über die Jahre schon viele neue Formate mir mal ausgedacht. Das ging 2009 los mit der Plattform Ich mache was mit Büchern, die in der Buchbranche sehr bekannt geworden ist, die auch schon das Ziel hatte, die Leute zusammenzubringen und zu vernetzen, überhaupt einen Einblick zu geben, wer was macht. Das Orbanism Festival heißt Falling in Love und ist ein Remix-Festival und soll dazu dienen, ein Zeichen zu setzen und Berlin zu zeigen als das, was es ist, nämlich die internationale Hauptstadt der Kreativität und des anderen Umgangs mit Kreativität, der Offenheit, der offenen Kultur. Und wir rufen dazu auf, wirklich positive Emotionen herzuzeigen in Form von unterschiedlichsten Inhalten zum Thema sich verlieben. Wir waren auch mit unserem Hashtag FIL15, FIL15 für Falling in Love, 2015 steht das, waren wir auch schon Trending Topic Nummer 1, wo Menschen aller Art letztlich etwas formuliert haben, was für sie sich verlieben bedeutet. Man kann sich ja in alles verlieben. Es kann ein Ort sein, es können Begegnungen mit Menschen sein, es können Situationen im Leben sein. Und damit soll eben ein Zeichen gesetzt werden, zum einen, was der offene Umgang mit Kultur ermöglichen kann. Und es soll eben auch ein Zeichen gesetzt werden gegen das, was wir jetzt auch gerade im Zuge der Flüchtlingskrise ganz negativ bemerken, der Hate Speech, negative Äußerungen, Ausgrenzung anderer, neuer Dinge. Ja? Und dazu dient das Orbanism Festival. Also es ist sehr niedrigschwellig und ist letztlich der Aufruf, wirklich seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und zu zeigen, und das ist ja genau der Effekt, den das Festival bewirken soll, dass Dinge entstehen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat.